die das zeigen. Das wäre natürlich vielleicht ganz witzig. Disney Caster, ja, das bin ich. Genau, danke, Carrot. Sehr gut, das meinte ich auch. Ja, guten Abend, Max der Mutzig. Schön, dass ihr da seid. Connector wird jetzt ganz schnell gepusht. Sunny Boy wird dort lurken, kriegt dort aber keinen Kill, macht nur ein bisschen Schaden. 15 Schaden gegen Twist. Und jetzt kann natürlich gecallt werden, dass drei Leute und Cutters unten drin stehen im Connector. Und jetzt muss man aufpassen. Sunny, aufpassen. Innocent deckt schön Crossfire ab. Und jetzt erster Frag für Sunny. Mich gerade natürlich rumgesprungen. Lecro kommt gleich durch die Tür. Zweiter Frag für Sunny. Was macht Sunny denn da? Innocent. Innocent, deine Chance. Sunny macht den nächsten. Er geht für das Ace. Er holt das Innocent mal. Ach, lass ihm doch das Ace. Was ist denn los mit dir? Drop kann nicht gecallt werden. Crystal fällt. Popflash kommt rein. Wird aber am Rundenausgang wahrscheinlich wenig ändern. Ihr letzter rechts kann gecallt werden. Und jetzt Dauerfeuer. Dauerfeuer und umschießen den Jungen. Sehr, sehr gut. Das haben sie gut gespielt. Das ist das Penta, was wir auf CT-Seite in der ersten Map gegen Epsilon auch gesehen haben. Sehr gut. Dizmi schreibt, ich muss sagen, deine Stimme macht mich horny. Wenn du ein Boy bist, tut es mir sehr leid für dich. Weil das ist nicht meine Intention. Jetzt kommt der Smoke Go auf A vermutlich. Sunny ist oben, Balloons, die Team Flash kam rein, also die Support Flash, er kann Fountain checken. Wer hupt denn da draußen? Hat irgendein Fußball. Ist ein Länderspiel und ich hab's verpasst. Auf Snyder holt sich mit der Tech-9 den Kill auf Balloons. Crystal kann call. Crystal fängt sich die Bullet mit dem Gesicht. Jetzt natürlich die Runde offen. Zwei UMPs, ein M4. Erster Feld, Innocent holt. Deckrook von hinten mit Deagle. AS onside. Hat eine Flash, UMP. Jetzt haben sie natürlich die Waffen. UMP und M4 gegen zwei UMPs. 3 gegen 2. Toiletten ist nicht safe. Dieser Autodirector ist ein Vollidiot. Ja, sehe ich auch so. Balloons. Wird gepusht. Toiletten sehen gut aus. Man könnte jetzt Richtung Connector mal reingehen, versuchen unten vielleicht mit der Smoke auf. Oh nein! Zen ist genau zum falschen Timing am falschen Ort. Er geht gerade hinten Richtung Ladder. Er hört nichts. Er sieht nichts. Und er wird nicht merken, wenn Connector runtergeht. Jetzt wird der Connector mal ganz kurz checken und dann wird er hoch auf Toiletten gehen. Jetzt muss er Gas geben. Ich mache jetzt nicht den Auto, ich mache den jetzt selber. Erster Feld. 2 gegen 1. Zen von hinten. Bombe wurde gepickt. Lecro muss planten. Jetzt kommt der Molly. Jetzt kann man natürlich aus dem 2 gegen 1 ein 1 gegen 1 machen, wenn der Planter gerade legt. Lang wird nochmal gecheckt. Lang ist überhaupt nichts. Und letzter von hinten. Vorteil für Disco-Doppeln. Bombe ist gepickt. 20 Sekunden. Er wird defensiv planten. Er hat noch einen Molly und eine Smoke. Jetzt kommt die HE rein. Macht ein wenig Schaden. Wird aber nicht viel an seinem Plant hindern. 8 HP gegen 67. Aber Disco-Doppeln hat kein Helm. Also mit der UMP schön auf den Kopf. Zen. Er hat den Riecher. Er riecht Disco Doppeln. Er riecht ihn. Er hat den Scooby-Doo-Geruch. Nein! Und dann geht er auf die Granaten. Ei! Ei! Das war unlucky. Und man gibt die Full-Equipped-Runde, die zweite Runde, verschenkt man kostenlos an Godsend. Sagt hier, tüte ich euch ein zum Mitnehmen. Oh, das tut mir so weh gerade. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich gerade sehr emotional in dem Punkt bin. Aber, oh, diese Runde, das ist doch nicht mehr schön. So verschenkt man gegen Tech-9s und Deagles, weil man offensiv nah rangeht. Oh, muss das sein? Im One-on-One, das war doch. Entschuldige bitte, aber das machst du auf Gold Nova 2. Aber alles auf Global oder höher geht nicht mehr mit einer Granate dann noch zwei Steps nach vorne. Machst du nicht. Du smokst sie direkt oder indirekt und gehst dann rum. Aber wie gesagt, UMP bei Zen noch am Start. Innocent macht den ersten, ganz wichtig. Jetzt kann man die Waffe picken? Ja, wahrscheinlich. HE kommt oben rein, Schneider wird jetzt fallen. Schneider wird jetzt fallen. Schneider fällt, Crystal macht den Headshot. Sehr gut, mit der 5-7. Die Waffe kann nicht gepickt werden. Crystal fällt, Twist holt sich den mit M4, push runter. Innocent fällt, jetzt HE ist 1, 2. Ah, was ist das denn? Reizüberflutung! Twist ist im Connector. Letzter ist gecallt. Auf geht's. Bitte. Holt ihn euch. Jawohl! Auf geht's! So muss man das machen! Guck mal, so scheiße die Runde davor gespielt und jetzt so Bretter! Wo war das denn davor? Wo war das davor? Mann!
Mira Mish Hunter fragt, was bin ich? Ich bin auch Global. Ich bin auch Global, tatsächlich. Ja. Also ich darf das sagen. Laut MM-Rang. Zumindest. Was auch immer das dann bedeutet, ne? Gibt ja massig Globals, die sich für Global halten. Aber eine andere Frage. Auf geht's, Penta! Richtig gut! Twist kriegt die HE 54 AP im Verbleib mit der Deagle, versucht er am Fountain noch einen Headshot zu ziehen. Twist wird jetzt oben rumkommen. Schneider ist oben auf Balloons! Schneider kriegt nicht mal richtigen Hit ab da! Disco Doppeln steht mit der Deagle, predicted ein bisschen Richtung Zen durch die Bretter. Sunny verschiebt Richtung LKW. Fragt sich jetzt aber gerade, warum stehe ich hier? Ich weiß es nicht. Und wird gleich wieder wegrennen. Drei Leute unten vor B-Short. Lecro mit der Deagle. Sunny wird jetzt gleich... Was macht ihr denn da? Wollt ihr boosten? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen. Aber entscheidet euch. Crystal Booste. Auf Short Kontakt. HS hat die Chance. Ja, Sunny. Schöne Schuhe. Ich muss weiter nach links. Okay, ein bisschen weiter nach links. Ich sehe noch nicht gut. Ich habe erlang. Okay, du hast erlang. Und das ist alles auf Englisch. Jetzt wird es interessant. Die letzten 50 Sekunden auf der Uhr. Da gehen die Deagle-Hits durch zwei Bretter durch und treffen HS noch mit 13 Damage in den Arm, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Tech prefired oben richtig predicted, aber da stand keiner. Tür wird unten gecallt. Richtung B kann jetzt gleich gecallt werden. Mal gucken, was die Deagles machen. Dankeschön, Dismissy. Dismi. Pronex macht den Headshot im Laufen. Er pusht ins Wasser rein, er wird den zweiten Frag machen. Pronex macht zwei Headshots mit dem Tag. Nein, wie kann das denn passieren? Edison macht den Refrag gegen Schneider. Jetzt geht's ab. Close City. Sunny holt den nächsten. Lecro, links wird geboostet. Kann man hören, dass er geboostet wird. Auf geht's. Da jumpt jemand. Hingehen, Crystal. Hol dir den. Er holt den. Ersten. Zweiten. Immer noch nicht geholt. Innocent. Holt den. Twist fällt. Disco Drop den oben. Letzter Window fällt. Jetzt kann man diffusen. Viel zu knapp, Panther. Viel zu knapp. Ja, kann man machen. Ich hab Deathkit. Hol du ihm mal deine Waffe. Jawohl. Deagle hat er am Start. AK und M4 gesaved. Es gibt kein AWP zu picken, von daher braucht man den Diffuse nicht mehr delayen und herauszögern. 3 zu 1. Das ist gut, Panther. So ist das solide. Das wollen wir Deutschen von euch sehen. Auf geht's, Crystal. Ich glaube, deine Ansagen haben funktioniert. Im Discord. Direkt die B-Smoke. Und tschupp. Sehr gut. Die hätten wir jetzt auch mal angucken können. Habe ich leider zu spät geschaltet. Eieiei. Gute Runde, aber wieder knapp. Wieder knapp. Crystal hat oben die Fenster aufgeschossen. Die wollen wahrscheinlich damit faken, dass einer hier vorne... Ich zeige es euch mal. Wenn man sich hier hochboostet, kann man nämlich mit der AWP wunderbar Richtung Balloons gucken. Und deswegen hat er das mit der Deagle gerade aufgeschossen, um das zu faken. Dass man vielleicht hier oben piekt und nicht in die Toiletten reingeht. Schneider mit Deagle auf lang. Schöne Handschuhe. Die habe ich noch nie live gesehen. In-game. Schöne Handschuhe. Innocent am Schild. Und towert. AE sprengt jetzt die Tür auf. Lecro wird ein bisschen Schaden kriegen davon. Ein bisschen ist gut. 58 AP left. Innocent und Crystal treffen jetzt gleich an den Toiletten auf Schneider, Pronex. Nicht. Sie treffen auf... nein. Lass mich überlegen. Nein, tun sie nicht. Schneider hat aber den... Ja gut, die HE 4 Damage besser als nix. Smoke kommt raus. Pronex geht Richtung Monster. Will dort vielleicht gucken, ob er noch eine Waffe snacken kann. Wenn Penta aber weiterhin so sicher und safe spielen wird, wie sie es jetzt gerade momentan tun, sehe ich da keine Chance für Godsend auf Belang noch... Oh. Er hat die Flash in der Hand. Lang pusht, Short kommt, letzten beiden Short, Sunny kann callen. Und das ist die Clean-Runde für Pentasports. Super, Jungs. So muss das laufen, so und nicht anders. So läuft das doch. Wo war das denn gegen Epsilon? Guck mal, ich vergesse sogar schon, gegen wen sie gespielt haben. Oh, scheiße. Oh, ich gehe in Rente. Penta, 4 zu 1. Guter Start. Die zweite Runde unnötig, aber gut gefangen. Full Buy jetzt von Godsend. Wichtige Runde. Penta. Fokus. Lang. Wird gepusht. Kann dort Richtung Kindergarten ausschließen. Twist wird jetzt Kontakt haben gegen Crystal. Crystal kann mollen. Und Lang auf Innocent. Rotiert von B auf A. Sunny im Connector. Innocent im Connector. Sunny ist tot auf Alang.
Zwei Leute im Connector. Zen und Innocent. Crystal immer noch close unten. Der hat aber auch die Nerven. Und spielt es vorsichtig runter, kriegt aber trotzdem den Kill nicht mehr hin. 14 HP verbleibt noch Fleckro. Disco Doppeln steht vor Belang. Monster will dort noch versuchen, noch eine Information zu bekommen. 4-3 Überzahlsituation. Jetzt bloß nicht überstürzen. Jetzt kann man natürlich langsam ein bisschen herausfinden, wer steht wo. Wir haben den Vorteil. Wir werden uns nicht nervös machen lassen. Twist steht für Blumenbeet. Blumenbeet? Ja, für Blumenbeet auf Alang. Innocent sucht den Kontakt im Connector. Nates auf Alang. Innocent kann callen. Jetzt wird verschoben. Zen verschiebt auch schon. Geht hinter die. Er hört sie! Er hört sie am Fountain! Er holt sich jetzt! Lecrofeld! Lecrofeld! So muss das laufen. 3-3. Molotow und Rotation aufhalten. Runtergehen, Connector verschieben. Verschieben, 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 verschieben. Hab ich doch verschieben gesagt? Du musst verschieben. Sehr gut gemacht. Innocent steht im Connector. Nächster Frack! Innocent! Twist! Disco! Disco auf Short! Aimt Headshot-Schranke. Headshot-Schranke. Headshot-Rampe! CT sieht gut aus. Hinter ihm kann gecallt werden. Die Steps hinter dir. Die Steps hinter dir. Er fällt. Twist onside. Letzter fällt. Und sehr gute Runde für Penta Sports. 5-1. Auf geht's, Atax. Penta. Auf geht's, Penta. Richtig gut. Richtig gut. 10-1-2 bei Sunny. Der Junge ist on fire. Wie eine Sprenkleranlage. Wahnsinn. Ist das noch menschlich? Vermutlich. Fountain. Schneider mit der Tech 9. Es wurde geforst. Ein paar Pistols wurden reingeforst. Es geht Richtung Balloons. Man will direkt gucken, ob Crystal wieder unten steht. Close. Vorhin stand er ja da. Kein. Oh, Pronex. Direkt schon mal was gefangen. 48 HP bei Pronex. Verbleiben mit der Deagle. Twist. An den Toiletten. Kriegt AK-Hits. Ein Stück. Support Flash kommt rein von Crystal. Sehr gut gemacht. Damit den Peak ein bisschen delayed. Sunny rotiert auch. Die Smoke kommt. Kommt die Smoke jetzt in Toiletten? Sie kommt. Crystal kann da nochmal pieken. Schneider rotiert. Es wird ein Big-O. Connector wird langsam runtergeschoben. Innocent wird geboostet. Boostet Sunny. Crystal, einer sollte jetzt rotieren. AS hat noch den Molly für Short. Ganz wichtig. Zen hat die Smoke. Jetzt kommt erst die Smoke. Dann wird lang wahrscheinlich eine Flash kommen. Und dann kommt der Molly. Auf geht's. Jetzt kommt die Flash. Einer durchgeschlichen. Twist ist durch. Keine Info. Sie wissen nicht, dass Twist durch ist. Sie wissen nicht. Jetzt wissen sie's. Toxic steht. Kein Molly schmeißen. Schmeiß keinen Molly. Noch einer Water. Auf geht's, HS. Support dein Mate. Durchgeschossen. Nimm den Molly. Nehmt eure Molotovs. Zen, Molotov schmeißen. Sonst bist du down. Crystal, wo ist der Molly? Molly kommt von oben. Letzter unten im Wasser. Super! Boom! 6-1. Super saubere Runde. Diffuse geht rein. Molotov ein bisschen verworfen, aber ist egal. Der Sinn und Zweck dieser Runde wurde erfüllt. Man hat die Runde geholt und keinen Spieler verloren. Man stand in der CT-Base sehr nah und konnte callen. Achtung, Big-O! Dann kam der Support über Window, über CT unten. Die Nades kamen. Man hat gewartet. Man wollte nichts riskieren. Und man hat jeden Spieler in die nächste Runde bekommen. So muss das laufen, Penta. Rieche ich ein 16-9? Rieche ich ein 16-9? Riecht ihr das auch? Ich riech das. Es riecht nach 16-9. Für Penta. Okay, ist natürlich ein großkotziger Call von mir jetzt an dieser Stelle. Nehmt das bitte nicht ernst. Twist wartet auf einen Boost. Kommt aber nicht. Wir sind doch nicht doof, sagt Penta. Wir sind doch nicht doof. Ihr habt doch jetzt die Kohle. Ihr konntet doch planten. Was ist denn verkehrt mit euch? Wir pieken doch nicht. Okay, Sunny piekt. Ich nehme alles zurück. Erster Headshot von Lecro im Connector. Innocent down. Information da. Twist kann mit der AWE gecallt werden. Crystal, wieso rennst du denn da jetzt rein? Ich hype euch gerade so sehr auf dem Stream. Jetzt muss ich mich direkt korrigieren. Twist, an Balloons. Holt sich Sunny. Nein. Doch. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Pronex kriegt den Plant. Das heißt Kohle für die T's. HS muss safen. Nicht gut. Nicht gut. Ich bin enttäuscht. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich dachte nur, dass sie es jetzt besser spielen. Vor allen Dingen, ich habe ja gecallt. Und ihr seid alle meine Zeugen.
Ich habe gecallt, Penta geht doch nicht offensiv, die sind ja nicht doof. Und was ist? Auf Lang wird direkt gepiekt. Und naja, gut. Und da verliert man die Duelle oben. Ah! Nein, doch! Ja, jetzt gucken wir mal. Schauen wir mal, was der Kollege hier macht. Die werden auf jeden Fall handen. Und wer da jetzt nahe steht, ist natürlich der Disco. Der Disco. Party, Party. Joa. Den Headshot nimmt er noch mit. Ist jetzt aber gecallt. Das wird, sieht der Pronex jetzt genauso und wird jetzt gucken. Gehe ich noch auf den Frag? Nein, geht er nicht. 6-2. Alles drin. Hier kann man natürlich jetzt mal auf Tab drücken und sehen. Ah ja, gut. Penta hat das Money. Penta hat das Money. Hallo, Hapalapa. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Alles die Stammzuschauer hier. Wunderbar. Schauen wir mal, was so geht. Ich bin am Schwitzen wie ein Stier. Schwitzen Stiere überhaupt? Also wenn sie schwitzen, schwitze ich wie einer. So hyped bin ich gerade. Und das auf dieser Map. Overpass ist so eine langsame Map. Meistens. Und trotzdem. Trotzdem ist das so knapp hier. Schneider prefired ein bisschen von den Balloons in die Toiletten rein und hofft dort auf ein Frag. Pronex supportet gerade im Connector. Disco Doppeln aimt den Ärmel ab. Zen hätte da jetzt die Möglichkeit zu peeken. Wird aber geflasht. Weiß also, dass Richtung Monster da steht. Crystal macht den Entry Frag. Lecro im Connector wird gehittet durch die Wand. Crystal, was ist denn los mit dir? Warum bist du nur so stark? Zen fällt. Disco Doppeln macht den Frag im Wasser. Hat aber selber nur noch 21 HP. Lecro, for short. 4-4. Auf Lang. Schneider. Bam. Schneider fällt. Sehr gut. Jetzt zurückziehen. Ihr habt die Information. Ihr habt den Frag. Jetzt rotiert bitte zurück. Auf B Lang. Crystal fällt. Disco offshore. HS macht den ersten. HS macht den zweiten. HS macht den dritten. Call ich es richtig? 11 Bullets left. Und er macht den dritten. 7-2. So muss das laufen. Boah, ich stehe gerade. Ich bin gerade aufgestanden. Ich hoffe, das ist. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch, wenn ich aufstehe. Junge! Wer es nicht weiß, ich habe 7.936,12 € auf Penta. Nein. Dann wäre ich wahrscheinlich Rich Kid danach. Dann würde ich meinem Nachnamen alle Ehre machen. Da kommt die Smoke. Smoke für B. Dann kann man nämlich zu dritt auf A bleiben, ein bisschen ausschließen und dann rüber rotieren. Erster Frag von Sunny. Zweiter Kontakt ist möglich. Er zieht sich zurück, AWP steht, hilft ihm. Sunny geht wieder auf den Peak. Nächster an den Balloons. Innocent holt sich einen zweiten Frag. Letzter vor Alang. Und fällt. Dritter Frag für Innocent. Ja, man hört dich, wenn du aufstehst. Alles klar, Yuruka. Vielen Dank. Richtige Bots, warum guckt man nicht die Fässer an? Das ist das so schwer? Tuvo, tatsächlich. In der Situation kann ich das nachvollziehen. Da sie haben ja kurz vor den Atomic oder Toxic, wie auch immer, vor den Fässern den Frag geholt. Und haben dann sich gedacht, ja, dann wird da keiner mehr close stehen. Aber falsch gedacht. Penta hat halt zwei platziert, um genau das auszuschließen. Meistens stand Penta nämlich immer im Water, an der Rampe und im CT. Und das weiß Gott sei Dank. Deswegen haben sie da gar nicht gecheckt. Das haben sie gar nicht gecheckt. Und das war der Fehler. Und deswegen hat Penta diese Runde so astrein runtergespielt. Nur aus diesem Grund, weil Godsend nicht gecheckt hat. Vollkommen richtig. Auf geht's, der Bego. Jetzt mal schnell. Jetzt versucht es mal schnell. AK ist unten schon Wasser durch. Macht den ersten Headshot. Pronex holt sich Zen. Der nächste wird im Wasser. Heiß ist im Wasser. Kann Kolfan. Wird jetzt fallen. Fällt gegen Lecro. UMP. Sunny fällt. Hat sich aber noch einen geholt. Die HE fällt rein. Auf 1 HP. Gott, der Schneider. Lecro auf 5. Pronex auf 54. Gegen eine Full AK. 3 Flashes, eine Smoke noch am Start. Oben ist gesmoked, jetzt müssen beide unten kommen. Pronex. Alleine auf kurz. Schneider wird geboostet. Oben, Crystal! One on one. 100 gegen 54. Er wird auf Headshot-Schräge gehen, jetzt wird er auf kurz aimen. Jetzt kommt die Smoke. Pro Stone Fake. Braucht er auch nicht. Er macht die Runde so. Richtig gut! Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut.
Innocent! So harmlos bist du gar nicht, wie du immer tust. So unschuldig. Innocent. Gut, wer den Witz jetzt verstanden hat, einen Daumen hoch in den Chat. Wer nicht, ich erkläre ihn später. 9 zu 2. Penta. Ist der Traum vom 16 zu 6 da? Kann das sein? Oh, das geht schnell auf B lang. Man konnte jetzt wieder reinforcen, man hat aber wenig Granaten dabei. Man geht aber trotzdem auf den Monster Peak. Und gleich wird Headshot dort direkt Kontakt kriegen. Headshot hat den Info. Drei Leute lang. Oh, der kriegt ins Gesicht. Zen im Water. Innocent. Rotiert. Crystal rotiert auch. Ist, oh, 2 gegen 5. Da sollte man sich zurückziehen. Nicht noch mehr Waffen verschenken. Gerade die AWP. Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Jawohl. Ja, Twist. Innocent. Crystal, die AWP. Uiuiui. Ui, ui. Schauen wir mal, ob er die Cojones aus Stahl hat. Er hat sie. Nein, das war falsch. Das war ein Fehler. Entweder oder. Entweder oder. Jetzt haben sie gesehen, die Jungs aus Schweden, Pronex, Twist, Disco, Lacroix und Schneider, haben jetzt gesehen, oh, da kann man durch. B ist ziemlich weak. Die werden das jetzt vermutlich nochmal spielen über einen Split. Ich würde jetzt ein B-Kurz- und Lang-Split callen über einen Connector. Jetzt schließen sie erstmal Fountain aus. Und das sollte auch die letzte oder vorletzte Full-Buy-Round sein für Penta, wenn sie die jetzt abgeben. Sunny macht den ersten im Connector direkt zurückziehen, hat den Frag gemacht. Sehr gut, habe ich gar nicht mitgekriegt. Innocent steht dort, der Molly ist total verschmissen. Er holt den nächsten Frag oben an den Toiletten. Das ist unglaublich. So muss man das spielen, Penta. Peeken und weg, peeken und weg. Run and hide. Auf geht's, Schneiderfeld. Schneiderfeld! Innocent, den zweiten Frag in dieser Runde. Disco! Disco Polo, auf geht's! Lauf ihn, er läuft ihm rein! Innocent, was für ein Placement! Meine Fresse ist der Junge heiß! Da kriegst du Pickel am Hintern, so gut ist der! Zen gegen Twist. Twist. Innocent. 4K, kein Problem für den jungen Mann. Kann man machen. 17, 3, 5, 41 Punkte. Das lasse ich mir schmecken. Das lasse ich mir schmecken. Schöne Runde von Innocent. Vier Leute da wegzunaschen. Vier Leute wegzunaschen. Tja. Du kannst weitergehen. Letzten zwei Runden. Runde Nummer 14. Molly geht schnell. Molly liegt. Kein Stress. Niemand kommt durch. Alles gut. Zweiter Molly kommt. Wir bleiben auf Innocent. Wir bleiben auf Innocent. Schauen wir mal, wer da an Party so steht. Der Schneider. Party geht einiges. Man versucht wieder den Connector anzuspielen. An den Toiletten ist man schon vor. Man geht in den Reload. Das ist sehr gefährlich. Da, wenn einer drin steht, kann er das callen und hören. Für 7 Bullets. Ob sich das lohnt? Wir werden es sehen. Man will jetzt sich im Connector mal ein bisschen boosten und mal schauen, ob man irgendwo was lurken kann. Also was herausfinden kann. Ein bisschen um die Ecke gehen. Erster Frag von Twist. Headshot gegen Crystal. Die Support Flash kommt von Zen. Und jetzt kann Innocent peeken. Er macht es, aber er vergab. 7 HP left. Es wird ein Argo. Alang muss delayed werden mit der Smoke. Sie gehen aber durch. Oh, oh, oh. Er fällt. Necro. Durch die Smoke. Zen macht einen Frag. Fällt aber dann gegen Schneider. 3 gegen 2 Bombe wird geplantet. Jetzt müsste man direkt peeken und gucken, ob man 2 und 2 die Runde runterspielen kann. Passiert aber nicht. Sie werden es probieren? Naja gut, nächste Runde können sie eh kaufen. Also, was soll's? Versucht es. Die AE kommt zum Truck. Flash kommt rein und Sunny wird peeken. Gute Support-Flash. Molly jetzt in die Toiletten rein. Molly in die Toiletten rein, Jungs. Sunny. Sunny, nimm dein... Und die Smoke. Headshot, Headshot, smoken. Und... Fusen. Er faked an. Er faked an. Warum ziehst du denn nicht durch, Junge? Junge, warum hast du nichts gelernt? Pros don't fake. Ich glaube, das ist nur meine Einschätzung, aber ich glaube, hätte er durchgezogen, das wäre gut gegangen. Der Molly lag so gut in den Toiletten
Und die Smoke war auch so schön gelegt, er hätte einfach durchziehen können. Und dann hätte, ich glaube, Innocent war es, rechts um die Smoke noch pieken können. Und ich glaube, das wäre ausgegangen. Aber, wie gesagt, schade. Das war nicht so gut gespielt. Kontakt. Boom! Crystal holt Schneider von seinem Höhenflug. 5-1-3 Höhenflug. Ich meinte jetzt vom Movement her, er war gerade im Flug. Nicht, weil er so hyped ist. Aber Godsend darf man nicht abschreiben. Godsend ist ein starkes Team. Ist und bleibt ein starkes Team. Nicht unterschätzen, Godsend kann jederzeit ein Comeback des Todes starten. Innocent macht den nächsten. Lecro und Disco Doppeln im Connector. Innocent immer noch oben an den Toiletten. Zen peekt, hüpft immer auf den Sandsäcken rum und guckt, ob einer im Ärmel steht oder ob Connector rauskommt. Dies ist nicht der Fall. Crystal steht vor lang. Alles easy. Bis jetzt nichts Dramatisches. HS boostet sich selber, slidet die Corner hoch, direkt am Monster. Es ist hier. Also wird man nämlich nicht gesehen. Er hofft, dass der Bait von seinem Mate reicht. Da ist er, der Sunny, der Baiter. Und es wird ein Argo. Einer Close A, aber die Bombe steht noch an Party. Die Bombe steht noch an Party. Innocent jetzt hier. Innocent hat die One-Way-Smoke für sich gelegt. Er kann unten gleich die Füße zuerst sehen. Vorteil für Innocent, wenn dort der Peak kommt. Resmoke kommt. Die war nicht so gut. Die war nicht so gut. Es wird ein Argo, Freunde. Es wird ein Argo. Innocent, close in der Smoke. Pronex. Pronex sieht er ihn? Er sieht ihn nicht. Er sieht ihn jetzt. Innocent macht einen, wird aber dann direkt geholt. Pronex Richtung Onside, kann CT callen, aimt auf den LKW, geht für den Plant. Disco-Doppeln ist auf 100 HP. Pronex auf 6, fällt jetzt! Disco-Doppeln, 1 gegen 2. Geht in den Plant, er muss jetzt planten, er hat keine Zeit. Sunny weiß das. Sunny prefired ihn, 50 HP left. Und fällt. 11 zu 4. 11 zu 4. Was ist das denn? Richtig gut. Ring, 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 ring. Banana phone. Sehr gut. Penta, L4. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Hätten sie das gerade mal gezeigt. Bitte. Und jetzt kommt vielleicht wieder der Einbruch. Lasst uns aber bitte positiv bleiben. Lasst uns positiv bleiben. Lasst uns positiv bleiben. Bitte. Gut. Nur 16 Schuss Twist. Ja, ist der Mark I. Und es geht los in die Pistolrunde. Mal schauen, was Penta jetzt spielt. Machen Sie das gleiche wie gerade? Gehen Sie in den Connector rein? Und werden dort den Kontakt suchen? Das ist ja wie bei Elite-Partner hier. Überall wird Kontakt gesucht. Das ist ja Wahnsinn. Warum steht bei Penta noch die Deutschlandflagge? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ist im Overlay. Also in der ESEA, weil die auch von deutschen IPs spielen wahrscheinlich. Deutsches Team, deutsche Orga. Wahrscheinlich, weil die meisten Spieler bei Penta, weil die meisten Leute im Penta-Lineup, in dem ESEA-Team, deutsche IPs haben. Egal, ob das Spieler sind oder Coaches oder Manager oder irgendwas. Deswegen ist das Team wahrscheinlich noch auf Deutsch. Könnte ich mir so erklären. Sunny geht in den Connector. Connector ist doch schon eingenommen. Crystal oben. Nein, Crystal, bitte, bitte mach nicht diesen. Okay, 18 HP. Du hast den Twist. Du hast ihn. Einmal noch ins linke Knie schießen, vorbei. Okay, guter Frag. Zwei gute Frags. Die Pistolrunde sieht bis jetzt sehr solide aus. Bitte jetzt nicht nachlassen. CT-Truck kann einer gecallt werden. Die Bombe rotiert aber gerade Richtung Balloons. Balloons fällt. Innocent macht den Headshot gegen Disco Doppeln. Dort ist ein sehr guter Frag jetzt gefallen. Also hat man die Kontrolle über Toiletten. Pronex auf B, Lecro auf Lang. Kann das jetzt callen, dass Richtung Toiletten Druck gemacht wird? Toiletten und Druck in einem Satz. Und jetzt Lang. Lecro. Handen. 3 gegen 1. Lecro macht noch einen. Oh, Lecro hat 2 Kills gemacht. 2-on-1. Das ist natürlich jetzt für eine USP ein gefundenes Fressen mit 14 HP und 36 HP. Ist natürlich ziemlich knapp. Mal schauen, was jetzt passiert. 34 Sekunden auf der Uhr. Pronex am Truck. Und er wartet. Crystal läuft. Und Pronex wartet. Crystal läuft. Pronex schleicht. Crystal läuft.
Pronix ist auf dem Klo. Pistol smoked. Und jetzt geht die Action ab. Der Plant geht runter. Pronix hat das gehört. Zwei Smokes. Und zwei Decoys legen noch. Zwei Decoys kann man noch schmeißen. Man kann die auch als Fake Flash benutzen. Kann funktionieren. Da wird vorsichtig gespielt. Alles drin. Doppeldeckung. Die Decoys hätte ich jetzt auf Monster geschmissen. Ja, da sieht er ja, dass da dann Nate kam. Jetzt müssen sie hoch. In den Fuß geschossen. Der Reload verrät dich. Er knifet ihn, er knifet ihn! Was war das denn? Er hat einfach die Eier. Er hat die Eier des Todes. Er denkt sich so nicht mit mir. Alter, was war das denn? Oh Mann! Mit Linksklick auch noch so. Und nascht ihn einfach ab. Geil! Geil! Geil, Crystal! Das gibt Kohle! Das gibt Kohle, mein Freund! Sehr gut! Sehr schön, Crystal. Auf geht's. Richtung Alang geht direkt die UMP. Wird dort auf Twist treffen mit der CZ. Mal gucken, ob er den Frag machen kann. Er wird natürlich versuchen, mit dem auf Long Range ein bisschen zu tappen mit der CZ. Wird es dort jetzt gleich einen Headshot geben? Und wenn ja, für welche Seite? Full Buy für, oder Force Buy für die CTs. Kevlar, DevKit, zwei Stück. Drei Helme sehen wir und ansonsten nur Westen und eine Flash, eine Smoke. Twist auf Lang hat die Smoke aber in der Hand, im Inventar. Ich weiß nicht, was er damit der Smoke möchte. Disco Doppel macht den ersten Frag. Lecro prefired ein bisschen durch die Door durch, kriegt dort aber keinen Kill. Der Boost wird abgebrochen. Kevin ist sowas von gehypt. Nicht verlieren jetzt! Bitte! Penta! Fokus! Ihr habt vorhin die zweite Runde auch abgegeben. Wir waren sehr traurig darüber. Bitte macht es diesmal besser. Da werden die Headshots aber bei B langkommen. Das ist keine gute Position. Da stehen nämlich zwei Deagles gerade und werden dort abaimen. Das wird jetzt schwierig. Crystal! Auf Short! Lang der erste Kontakt. Innocent macht den ersten. Innocent macht den zweiten. Lecro hat sich einmal kurz gewehrt. Aufgebäumt. Pronix und im Wasserkampf. 1 gegen 2. Crystal gegen 2. Pronix im Wasser. Und er macht ihn. Nicht gut. Penta jetzt nicht einbrechen. Bitte macht es besser als gegen Epsilon. Ihr könnt es. Schneider, close. Er macht die Frags. Erster. Kohle auf seinem Konto. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist halt wirklich ein Nachteil. Du kannst nicht langsam auf B lang pieken und warten darauf, dass die Deagle dir ins Gesicht schießt. Das kannst du nicht machen. Sie haben es aber gemacht. Und wie wir sehen, wie man sich auf der Karte jetzt verteilt, Twist macht zwei Frags. Somit sind die Deagles verschenkt auf Alang noch ein... Ja, gut. Man kann man natürlich auch schenken. Sind wir hier bei Gronk? Sorry. Nee, das war ein Ohrwurm von ihm tatsächlich, ja. Copyright geht an den Erik Range, nicht an mich. Und Twist macht den 4K. Das ist nicht mal anstrengend für ihn. Er steht einfach auf Balloons und prefired auf die Corner. Das ist nicht mal herausfordernd für ihn. Die ersten drei, okay. Okay, die ersten zwei waren gut. Der dritte war von hinten. Der vierte, da preet er einfach auf die Ecke und kriegt dann den Kill, weil er da genau im Timing reinrennt. Also bitte, ein bisschen Anspruch. Aber jetzt haben, okay. Gucken wir aufs Scoreboard. 12-6. Wenn Penta die Runde jetzt macht, ist mein 16-6 Dream real. Alles ist noch drin. Jetzt muss es aber schnell gehen. Pronix wird... Oh, Pronix kriegt eine Support-Flash. Alle Frags für Pronix. Mit der Glock ins Gesicht. Zwei auf kurz. Was war das denn? Zwei Leute rausgenommen. Fast drei Leute. Okay, zwei Leute rausgenommen und ansonsten guten Schaden verteilt gegen Twist und gegen Disco Doppeln. Gar nicht mal so schlecht gemacht. Hätte aber auch noch knapper werden können. Das hätte wirklich noch knapper aussehen können. Jetzt kommt wieder die Smoke auf B, dass man zu dritt auf A spielen kann. Bleibt aber sehr lange
sehr lange oben. 4 Leute auf A. Das ist ein Read. Das kann sich auszahlen für Godsend. Auf lang, erster. AWP, Twist holt den Kill. Wo ist die Flash? Crystal, wo ist deine Flash? Keine Flash auf lang. Man lässt die AWP einfach davonkommen. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Twist mit der AWP auf lang. Und was macht Sunny? Snyder hat Kontakt gleich. Snyder. Nochmal Snyder. Das erinnert mich an FIFA 98. Schneider. Hummels. Schneider. Okay, war jetzt... Hummels hat nicht gespielt, 98. Ist egal. So, Crystal macht den Refrag. Ganz wichtige Runde. Jetzt kann man nochmal alles aufmachen. Das war wichtig. Crystal hat... Und Zen kriegt den Kill nicht hin. Wird geholt von Pronex. Sunny macht den Refrag dafür. Das ist gar nicht so schlecht. Electro auf Short. Der Molly, der kommt gar nicht nah an dich ran. Brauchst du gar nicht gegensmoken. Der Molly ist viel zu weit weg für dich. Der wird dir gar nicht gefährlich. Snyder macht einen Kill im Connector. Bombe down. Und letzter verbleibende Sunny im Wasser unterm Window. Das war suboptimal. Den Molly würde ich noch für Sandbags benutzen oder oben ins Window reinschmeißen. Nimm den Molly. Nimm doch den Molly. Viel zu lang. Ja. Für den Molly hat es einfach zu lange gedauert. Den Molly hätte ich auch nicht direkt da in die Corner geschmissen, sondern leicht vorher auf den Boden. Dann sieht er den nicht kommen. Und wenn der spreadet, muss er durch eine größere Fläche laufen, als wenn er den in die Ecke schmeißt. Weil der Bounce dann knallt dann irgendwo gegen und dann kannst du da weghüpfen, bevor das dich erreicht. Also Feuer entfaltet sich hinter dir quasi, wenn du weghüpfst. Und er hätte da viel besser den Molly schmeißen können. Bisschen zentraler, also ein bisschen weiter nach rechts aus seiner Position. Und hätte damit quasi wahrscheinlich beide geblockt für eine Zeit. Und den einen Kill auch ziemlich sicher gehabt, weil der low war. Also vom HP. B lang, erster Frag für Pronex, wird aber dann direkt geholt von HS. Lecro versucht dort noch einen Kill zu machen. Überlebt es aber. Kill kommt. Plant geht durch. Der Plant geht nicht durch. Doch, er geht durch. Er hat so ein Brett da gefangen. Okay, Plant ist runter. Das ist schon mal gut. Das ist zumindest das 12:9. Und nächste Runde kann man full kaufen. Man kann sich dort dann auch alles an Equipment holen, was benötigt wird. Dementsprechend kann man jetzt etwas tun. Crystal holt die AWP. Wie erwartet. Er holt sich einen Kevlar und Helm, gegen die M4 auch zu empfehlen. Twist mit der AWP. Ich vermute, Twist wird wieder auf lang pushen. Falsche Farbe. Hier lang. Vielleicht hier stehen oder da. Ach, alles falsch. Twist ist oben auf Balloons. Twist hat aber niemanden... Hat er ihn gesehen? Konnte er links sehen oder ahnen? Hat er ihn gerochen? Nein. Er weiß es nicht. Innocent wird jetzt gleich. Bitte nicht. Tu es nicht. Aber der Refrag ist zumindest da. Eine AWP ist aus dem Spiel genommen. Jetzt langsam aufbauen, überall lang. Vorteil ausnutzen. Zen im Connector. 2 Leute im Connector. Zen, jetzt mach langsam. Mach langsam. Deine Leute sind noch nicht mal oben bei Toiletten. Du hast keinen, der Toilettenkontrolle fährt. Du hast keine Toilettenkontrolle. Wieso piekst du denn da unten schon im Connector? Das hättest du besser spielen können. Crystal aimt auf Alang. Die AWP ist aber rausgenommen. Deswegen riecht er da jetzt gerade seinen Vorteil. Pronex macht den nächsten. 4 gegen 2. Schade, aus einem 4 zu 4 wird ein 4 gegen 2. Da war definitiv im Connector der Zen der Schuldige in dem Moment. Hätte man besser runterspielen können. Bombe wird auf Crystal gedroppt. Aber noch ist alles drin. Wenn man jetzt noch schnell einen aus dem Spiel nimmt. Die Zeit wird aber knapp. Man könnte noch zu B rotieren. Da kommt doch was von hinten. Schneider kann ausschließen. Er hat aber nichts gehört. Sonst würde er lang callen. Er hat lang nichts gehört. Lecro. Kommt Bank. Flash ist onside. Kann callen. Prediction Shot kommt rein. Passiert nichts. Plant geht durch. Und jetzt kommt von Alang. Schneider. Die warten auf Schneider. Sie warten auf Schneider. Headshot macht den ersten. Und Crystal fällt. Schneider überlang. Key Position. Gut ausgespielt von Schneider.
ist dort Richtung Toilettenoffensiv gekommen, hoch auf die Balloons gesprungen, hat Fountain gecheckt, alles gut, ist hinten dann, nachdem von Bank der Call kam, Achtung, Argo kommt, Flashes kommen rein, dann ist er hinterlang rotiert. Das wussten die CTs, gute Kommunikation an dieser Stelle von dem Team Godsend. Und dort musste man nur warten, dass Schneider, weil er nicht gesmoked, nicht geflasht wurde, dass Schneider dort ein bisschen Druck macht. Er hätte ja noch nicht mal die Frags machen müssen. Es hätte ja gereicht, wenn er dort den Kontakt einfach hält und den Druck aufrecht erhält, um dort dann im folgenden Verlauf mit den Leuten aus Bank und aus CT vielleicht Druck zu machen. Denn DevKids waren am Start. Sunny verschmeißt den Molly. Das ist ärgerlich. Penta, nutzt euren Vorteil. Keine AWP bei den Ts. Crystal, keine AWP. Cola hat nicht gereicht. Jetzt muss man auf Close Range gehen. Vielleicht ist das die Antwort. Vielleicht ist es die Antwort. Sunny. Disco. Wichtige, wichtige Situation. Absmoken, entweder links oder rechts. Und dann One Way einfach abaimen. Die Smoke ist ganz schön verschmissen auf Short. Crystal ist auf lang. Wird er dort ein bisschen was machen können? Vielleicht A lang anspielen mit einer guten Smoke, dass man nah an die AWP rankommt auf dem A-Spot. Könnte eine Möglichkeit sein. Wir sehen auch gerade auf A lang. Zen. Und Crystal auf A lang. Wollen dort die CTs zur Rotation bringen. Funktioniert auch. Drei jetzt auf A. Und Crystal close. Crystal versucht's. Crystal geht rum. Er ist wieder alleine. Aber Disco hat gerade die Flash in der Hand. Das ist natürlich fatal. Jetzt geht Richtung LKW gepusht. Erster Frag kommt von Disco rein. HS fällt. Crystal holt den Frag gegen Disco. Noch einer am Truck. Truck springt. Kann geholt werden. Im Flug. Kein Recoil Control. Innocent. Macht den nächsten. Tag den zweiten. 3-2 Überzielsituationen. Sunny, jetzt runterspielen. Smoke doch mal die Bank. Du hast die Smoke. Du hast die Smoke. Sunny, nimm die Smoke. Smoke was weg, dass lang in Ruhe nach den Retake spielen kann. Okay, es wird gesaved. Twist und Pronex. Twist und Pronex. Twist, Twist, Twist und Pronex. Safen. Da gehen sie einfach lieber die Waffen safen. Und Disco kann gleich mal einfach ein bisschen, die Fuffis im Club schmeißen. Oder wie man im Robot sagen würde, hör mal, da könnte man richtig schön einen ausgeben, wa? So richtig schön einen ausgeben. Mach mal eine Runde. Mach mal eine Rutsche für die Jungs. Und? Kommen die Drops? Kommen die Drops? Spiel ist pausiert. Ich denke, Godsend hat den Timeout gecallt. 13-10. Penta, alles ist drin. Wie Sie sehen... Sehen Sie gerade nichts? So, wir schauen mal gerade hier, was gibt's denn? Ah, oh, guck mal, hier gibt's eine Speisekarte. Montag, Ruhetag. Welcher Tag ist denn heute? Heute ist... Ah ja, dann dürfen Sie spielen. Was haben wir denn da? Unsere Eiskarte. Bistro, Salate, Suppen, Shakes. Wird... Das ist aber voll falsch geschrieben. Erdbe Bali, Monti Halbale, Askumf. Was ist das denn? Hä? Das sind nicht mal richtige Worte. Wer hat das denn gemacht? Das sind nicht mal richtige Worte. Was soll das denn sein? Himbeere, Orange, Banane, Kokos, Zitrone. Das ist einfach das Gleiche. Überall. Okay, auf geht's. Offensiv-Smoke am Fountain. Hier wird schnell der Connector-Go angespielt, gesplittet. Wir sehen gerade hier, dass man an Balloons auf Playground steht und Sunny steht unten vor dem Disco-Eingang. Und man kann dort... Oh, HS macht den ersten Frag gegen Schneider. Das ging jetzt aber schnell. Im Connector noch einer. Da, nicht so viel Waffe switchen. Da ist der nächste Frag. Zen macht ihn. Sehr gut. Vorteil. Twist holt den Frag gegen Crystal. Ist oben Balloons gecallt. Disco-Doppeln hat oben gesupportet mit dem Molly. Jetzt kann man Richtung B gehen. Schnell. Ein Verbleibender auf B. Pronex. Pronex. Hört er die? Er hört sie. Er kriegt die Hits. Er muss pre-firen. Er ist verraten worden durch seine eigenen Schüsse und fällt. Holt aber noch Innocent. CT-Smoke. Bombe wird geplantet.
Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Auf dem Wood, one on two. Sunny. Nein! Das ist unklug. Das ist unklug. Im 2-on-1 da zu pieken und auf zwei... Du kannst ja nicht zwei Angles gleichzeitig aimen. Dann warte. Dann warte doch. Ich weiß, von außen ist das immer super einfach zu readen. Und es ist so einfach als Caster zu sagen, ach, hättest du mal das gemacht. Aber im Spiel ist das so verdammt schwierig. Du hast ja nicht diese Informationen, die wir haben. Und deswegen, wenn ich sowas sage, nimmt das nicht ernst, nimmt das nicht zu ernst. Natürlich wäre es vielleicht besser gewesen, anders zu spielen. Aber das kann man in der Situation überhaupt nicht wissen. Man kann es nicht. Penta. Pistolenrunde. Er prefired durch. Er holt den ersten. Crystal pusht. AWP fällt. Crystal kann sich die Arme holen. Kann er nicht. Er kommt nicht dran. Da kommen die Taps von Disco. 11 HP bei Disco Doppeln. Innocent pusht jetzt. Durch die Smoke. Komm. Holt euch den Frag. Holt euch die AWP. 3 gegen 4. Überall lang aufbauen. Schneider wird geboostet. Das ist das, wovon ich geredet habe. Jetzt stehen sie auf und gucken durchs Window. Hinten wird jetzt gerade vermutet, dass von hinten etwas kommt. Ist ja auch nicht untypisch für Godsend. Haben wir auch schon gesehen. Man hat noch Zeit. Shakiri fragt, warum ging Sunny nicht instant auf Retake? Das ist immer schwierig. Vielleicht war er einfach unter Druck und hat sich gesagt, nee, traue ich mich nicht, mache ich nicht. Wenn man es auf den Refrag nicht Retake. Ah, okay. Ja, schwierig. Schwierig zu callen in der Situation, warum er das nicht gemacht hat. Ich weiß es auch nicht. Er war oben vielleicht auf dem Wood und vielleicht wurde es nicht gecallt, dass der oben auf dem Wood steht am Spot. Und deswegen hat er vielleicht nicht gewusst, wo der war und dachte vielleicht Headshot-Schräge oder sogar über A lang. B lang hätte natürlich auch sein können. Ja, WP wird zu Sunny gelegt. Jetzt wird geboostet. Die Smoke... Ne, wird nicht geboostet. Smoke kommt. Es wird jetzt ein Argo werden. Sunny, machst du den ersten, dann ist wieder alles offen. Sunny! Up-Aim! Okay, Lecro holt Zen. Die Mollys... Bombe wird geplantet. Bombe liegt. Wichtig für Penta. Sunny macht einen Frag. Letzter verbleibender Spieler von Penta Sports. Sunny mit AWP. Connector kommt aber schon hoch. Kommt der Connector? Nein, er kommt nicht hoch. Kommt CT. Im Flug! Schneider, Headshot gegen Sunny. Da springt er ihm quasi über den Kopf drüber und sagt, Kuckuck. Ungefähr auch in der Tonlage, ja, der würde so auch so, Kuckuck. Das macht er, ja. Auch wenn es schwierig zu glauben ist. Wenn Penta das verliert. Snorze. Fountain. Offensiv. Twist. Muss sich verstecken. Kriegt die Hits. Necro supported. Necro den ersten. Necro den zweiten. So frei darf der Junge nicht 21 Bullets rausrotzen. Das könnt ihr nicht machen. Das ist doch nicht mehr schön. Der steht im Connector und kann zwei machen, obwohl der Entry Frag bei Penta war. Konnte jetzt nicht genau sehen, was da falsch lief. Lecro kriegt den Frag nicht. Sehr gut. Sehr gut, Sunny. 100 HP. Kein Hit gekriegt. Sehr schön. Homepage. Homepage-Vorteil bei Penta. HP-Vorteil bei Penta. Die A-Smoke kommt. Ist nur ein Fake. Twist sitzt und wartet. Innocent. Achtung, Pronex! 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 Und er fällt! Guter Read von Sunny! Jetzt den B-Fake anspielen und A planten. Oder geht es B lang durch? Es geht B lang durch. Innocent ist schon durch. Molotov kommt Headshot-Schräge. Die Flash geht direkt raus. Unterm Spot. Erster. Plant geht durch. Der Plant geht durch. Crystal endet jetzt gleich oben Window ab. AWP-Window ist gecallt. Twist ist AWP. Nicht peeken. Er fällt. AWP oben Window ist gecallt. Jungs. Fokus. Ihr wisst, der Letzte hat Ave. Spielt den aus. Das ist nur Twist. Das ist nicht JW. Das ist nicht JW.
Und er muss safen. 14 zu 12. Oh mein Gott, Penta. Du bereitest mir Herzattacken. Herzattacken. Meine Fresse. Ich muss gleich erstmal irgendwie... Ich glaube, ich muss gleich noch eine Massage mir irgendwie... Also, irgendwie. Ist ja der Wahnsinn. Twist größer JW. Ja, ja, ihr geht drauf ein. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich werde schon ein bisschen heiser von den letzten Spielen. Das ist so ein bisschen so, meine Stimme. Meine Stimme kratzt so. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. 14 zu 12. Penta, auf geht's. Das ist eure Runde. 4 AKs, 1 AWP. Und auf den Seiten der CTs musste man ein bisschen sparen am Equipment. Man hat nicht alle Granaten holen können. Schneider hat die M4A1S. Und wird jetzt Pronix reinflashen. Und da leinen sie sich ab. Hätte Pronix da ein bisschen besser den Spraydown kontrolliert, dann hätte der alle gehabt. Twist pusht jetzt mit der AWP durch den Connector, mit Disco Doppeln zusammen. Lecro macht sie. Lecro macht den ersten. Lecro macht den zweiten. Lecro noch 3 Bullets. Kriegt den Headshot. Headshot schräge. Steht. Disco Doppeln smoked short. Wieso smoked er dann nochmal ab? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Crystal fällt gegen Schneider. Letzter kann unten gecallt werden. In den Corner. Schneider wusste, dass er da stand. Hat den Call bekommen von seinem Teammate. Sehr gute Runde von Godsend gespielt. Nochmal sehr knappes Ding. Jetzt muss Penta gehen... Ich glaube, die gehen full bei. Oder werden sie auf 16-14 spielen? Sie Ekon. Das wird eine Eko. Eko, 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 ja. Boah, dieser Ohrwurm, ich krieg ihn nicht mehr raus. Seit Tagen habe ich diesen Ohrwurm. Da geht's schnell. Thornton wird gepusht. Connector kann nicht hochkommen. Molotov liegt viel zu gut. Vielleicht kann man auf A noch draufkommen und die Bombe planten. Da kommt noch ein Burst raus. Disco Doppeln macht's aber gut, macht 2. Letzter auf lang. Saubere Runde von Godsend. Godsend genug Geld, um die nächsten 2 Runden durchzukaufen. Penta muss die Runde jetzt haben. Jetzt geht's los, Penta. 16-14 für Penta, kommt. Jetzt muss man alles kaufen, was geht. Die Runde muss sitzen. Wenn Penta diese Runde verliert, wird es richtig schwierig. Aber es ist erst vorbei, wenn ein Team gewonnen hat. Das wissen wir. Knochenregel und so weiter. Muss ich euch nicht erklären. Seid ihr alle darüber informiert. UMP geht direkt in den Connector. Dropdown auf die Schräge, kriegt dadurch keinen Damage. Und boom, Crystal schießt Twists Gesicht weg. Vorteil, Penta, AWP und ein B-Lang gecallt. Das heißt, ihr wisst, B steht die AWP. Aufpassen, jetzt wird's schnell. Jetzt müsste es schnell werden. Wieso wird's nicht schnell? Hallo? Pronix kann vorschleichen. Das ist das, was nicht passieren darf. Das darf einfach nicht passieren. Pronix geht jetzt mittlerweile schon durch den Ärmel vor und kann Monster callen, das nichts ist. Somit kann Lecro weggehen, smoked aber noch ab, damit er so ein bisschen fake-mäßig einfach die Vision ist. Sunny fällt. Pronix. 14 HP, guck mal. Er weiß direkt, dass da nichts ist. Jetzt muss man die Bombe holen. Crystal, Bombe holen. 4 gegen 4. Und so wird aus einem 4 gegen 5 Vorteil ein 4 zu 4. Pronex ist zwar low von seinen Lebenspunkten her und ein Health Points, aber das heißt nichts. Er hat die AK genommen. Wir wissen alle, was eine AK ausrichten kann. So. Close ist jetzt an den Toiletten schon was los. Lecro wird den ersten mit AWP wahrscheinlich machen. Die AWP, Lecro. Lecro fällt gegen Innocent. Schneider, Schneider in der Molly. Rotiert hinten rum. Crystal, hörst du ihn denn nicht? Bombe down. Die Bombe war alleine mit der AWP in den Toiletten. Hatte nur einen Support auf auf A kurz. Pronex am K. Wenn er jetzt einen Frag macht, das war's. Das wird's gewesen sein mit dem... Ja, Bombe kann nicht mehr geplantet werden und verstecken. Da habt ihr das verkackt, weil ihr K nicht gecheckt habt. Kein Support für den Planter. Einer aber kam von hinten. Das... war nicht gut. 15. Runde und somit Matchpoint für Godsend. Tech-9s und eine AK. Das war verschenkt.
Noch ist nichts durch. Im Chat, ganz entspannt, Leute. Noch ist nicht durch. Der erste Damage hat Lecro schon gefangen. Freiwillig hat er sich gemeldet, gesagt, hier, ich. Bitte mal 24 Schaden zum Mitnehmen. Kontakt in der Toilette. Guter Team HE. Schneider kriegt auch noch eine HE ab. Da werden fleißig die Zwiebeln ausgetauscht. Leider noch eine HE. Noch eine Smoke. Jetzt wird geboostet. Toiletten. Oh, er konnte Toiletten sehen. Hör mal, das ist aber jetzt aber ein Harakiri, was sie da machen. Twist macht den Headshot durch die Wand. Gegen Innocent. Was ein Brett. Was ein Brett. Crystal. Jetzt kommen die Smokes. Wird jetzt auch auf A drauf gefahren? Geht man wirklich mit den Tags jetzt noch auf da drauf? Close. Erste AWP fällt. Crystal, kommt da an die WP ran? Er kommt ran. Er geht gar nicht hin. Er pusht LKW. LKW fällt. Wird das eine Overtime? Ich glaube, mein Uterus leuchtet. Die Bombe wird geplantet. Jetzt noch die Lane. Lecro. Lecro am Truck. Lecro macht fast alle. Sunny gegen Pronex. Erster Hit. Zweiter Hit. Nein. 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 Habe ich schon Nein gesagt?